Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 14 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute soll es um die Widerstandskämpferin Lisa Fitko gehen, die im Dritten Reich von den Nazis verfolgten Menschen geholfen hat, den Weg zu finden von Frankreich nach Spanien, über die Pyrenäen, in die Freiheit, ins Exil, wo sie von Spanien dann nach Portugal und dann in, zum Beispiel in die USA auswandern konnten. Zunächst ein bisschen etwas Allgemeines über Lisa Fitko, bevor ich auf ihre autobiografische Erzählung Mein Weg über die Pyrenäen zu sprechen komme. Lisa Fitko wurde geboren im August 1909 in Österreich-Ungarn und ist gestorben am 12. März 2005 in den Vereinigten Staaten Chicago. Eine jüdisch-österreichisch-ungarische Widerstandskämpferin, die sich eben ausgezeichnet hat als Fluchthelferin für Verfolgte des Dritten Reiches auf dem Weg über die Pyrenäen. Sie war die Tochter von Isaac Ignaz Eckstein und Julie Schalek und hatte einen älteren Bruder, Hans Eckstein, der wie sie auch im Widerstand war. 1985 kam dann ihre autobiografische Erzählung Mein Weg über die Pyrenäen heraus, Erinnerungen 1940-41, und diese Erinnerungen haben wirklich Furore gemacht. Lisa Eckstein wuchs in Budapest und Wien auf. Ihr Vater war Journalist, Herausgeber einer links stehenden kulturpolitischen Zeitschrift. Ihre Tante war die Wiener Malerin Malva Schalek, die im KZ Auschwitz 1944 ermordet worden ist. 1922 zog die Familie nach Berlin und in Berlin wurde Lisa Eckstein politisch. Sie trat dem Sozialistischen Schülerbund bei und später dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands, wurde von Abschiebung bedroht, weil sie teilgenommen hatte an illegalen Demonstrationen und heiratete 1932 pro forma den Kommunisten Gabriel Garbo Levin und erhielt dadurch die deutsche Staatsbürgerschaft. Den Namen Levin wird sie dann auch in ihrer illegalen Existenz manchmal gebrauchen. Als Hitler an die Macht kommt, wird ihr der deutsche Pass abgenommen und sie muss in den Untergrund gehen. Die Eltern verlassen im März 1933 Deutschland, begeben sich zunächst in die Tschechoslowakei, wo man Verwandte hatte. Und Lisa folgte ihnen. Im April wird in Prag auch aktiv, verbreitet antinazistische Flugblätter und lernt in Prag ihren späteren Ehemann Hans Fitko kennen, der wie sie aus Berlin kam und ein ganz politisch denkender Mann war, der durch seine politische Intelligenz und seine politische Erfahrung auch im illegalen Bereich wesentlich beigetragen hat zu dem, was das Ehepaar dann im Widerstand in Frankreich leisten konnte. Da er aus der Tschechoslowakei ausgewiesen werden sollte, ließ er sich dann im Schein durch einen Rabbiner trauen und gingen dann im Herbst 1934 zunächst nach Basel, dann nach Amsterdam und flüchteten schließlich 1938 nach Paris, wo bereits die Eltern und der Bruder von Lisa Fitko waren. Dort wurden sie als unerwünschte Ausländer inhaftiert. Lisa kam in das Camp de Gurs nördlich der Pyrenäen. Von dort gelang ihr eine Flucht nach Marseille. Und schließlich hielt sie sich in dem französischen Küstenort Banyuls
am Fuß der Pyrenäen auf, wo sie in Kontakt trat zu dem dortigen Bürgermeister Vincent Azema, der ihr half, falsche Papiere für die Flüchtlinge auszustellen. Mit Hans Witko gemeinsam und Varian M. Fry organisierte sie das Emergency Rescue Committee, das Menschen half, aus der deutschen Besatzung und dem Regime, Vichy-Regime zu fliehen. So, das Emergency Rescue Committee war eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge, die 1942 bis 1942 gehalten hat und organisiert wurde von dem Journalisten Varian Fry. Varian Fry wird eine große Rolle spielen, dann auch in der Netflix-Serie Transatlantik, die im letzten Jahr 2023 auf Netflix zu sehen war. Und in dieser Serie wird man dann auch Lisa Fitko und Hans Fitko antreffen. Varian Fry, geboren 1907, gestorben 1967 in den USA, Journalist, Freiheitskämpfer, besuchte 1935 Berlin und war erschüttert über das, was die Nazis machten in Bezug auf die Judenverfolgung und gründete dann im Juni 1940 in den Vereinigten Staaten das Emergency Rescue Committee, was versuchte, aus dem Vichy-Regime, aus dem Bereich des Vichy-Regime, Flüchtlinge nach Übersee zu bringen. Varian Fry wurde nach Marseille geschickt, lernte dort eben auch die Fitkos kennen und gemeinsam mit den Fitkos schmuggelte er dann über 2200 Flüchtlinge schließlich ins neutrale Portugal, von dort weiter in die USA oder in die französische Kolonie Martinique. Er hatte Unterstützung von zum Beispiel einer reichen Kunstliebhaberin Mary Jane Gould, die auch in dieser Netflix-Serie auftaucht, und machte sich dann bemerkbar durch sehr kritische Aussagen gegenüber dem US-Einwanderungsregelungen. Denn er veröffentlichte 1942, nachdem die Organisation schon zusammengebrochen war, einen Artikel »The Massacre of Jews in Europe«, der nicht gefiel. Und er wurde sehr schnell in den Vereinigten Staaten dann auch dem Vergessen anheimgegeben. Frei organisierte sich dann in der Bürgerrechtsbewegung, in der Internationalen Liga für Menschenrechte, wurde schließlich 67 ausgezeichnet für seinen heldenhaften Beitrag für die Freiheit und in die französische Ehrenlegion aufgenommen. Man hat ihn schließlich als amerikanischen Schindler bezeichnet und 1994 war Varian Fry der erste und bis 2005 einzige US-Bürger, der unter die Gerechten, unter den Völkern in Israel, in Yad Vashem aufgenommen wurde. Über dieses Committee emigrierten namhafte Persönlichkeiten ins Ausland. Ich nenne nur ein paar der bedeutendsten, wichtigsten Namen dahinter. Es gibt so viele, viele andere, die nicht so bekannt geworden sind, aber eben Menschen sind, die in die Freiheit gelangen konnten. Aber darunter waren halt einige, ja, bekannte Namen. Hannah Arendt, André Breton, Pablo Casals, Marc Chagall, die Feuchtwangers, Siegfried Krakauer, die Werfels, Golomann, Heinrich Mann, Maxo Füls, Anna Segers, und das sind nur ein paar ganz wenige, die über die Pyrenäen von dem Rescue Committee in die Freiheit gebracht wurden. Berühmt ist nun eben Lisa Fitkos autobiografische
Erzählung geworden, Mein Weg über die Pyrenäen, und zwar deswegen vor allem, weil sie beschreibt, wie sie Walter Benjamin im September 1940 über die Grenze nach Spanien gebracht hat. Und dieser Bericht ist berühmt geworden, auch vor allem deswegen, weil Benjamin, der in Spanien ankam, zurückgeschickt werden soll und in Spanien Selbstmord begangen hat. Vor allem deswegen ist ihre autobiografische Erzählung berühmt geworden. 1941 gelingt ihr dann die Flucht nach Kuba gemeinsam mit ihrem Mann und 1948 siedeln Lisa Fitko und ihr Mann nach Chicago über. Sie bekommen die amerikanische Staatsbürgerschaft und werden 2000 mit der Yad Vashem-Medaille, wird Hans Fitko ausgezeichnet als gerecht unter den Völkern. Diese sogenannte F-Route, das heißt die Route, die Lisa Fitko gewählt hatte, um von Banyul über Cerbère in das spanische Portbou zu gelangen, ist berühmt geworden. Denn an der Stelle, wo als Chemin Voltaire Benjamin dann auf der spanischen Seite in Portbou gibt es nun ein Denkmal an Walter Benjamin Passagen, das von Danny Caravan gemacht worden ist und das wirklich großartig ist. Man sollte sich das unbedingt einmal angucken, wenn man die von Frankreich aus im Osten die Grenze nach Spanien überschreitet. 1986 wurde Lisa Fitko mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet und 1999 rief der Bürgermeister von Chicago am 30. August den Lisa Fitko-Tag anlässlich ihres 90. Geburtstages aus. Wie gesagt, es gibt seit, ich glaube, April 23 eine Netflix-Serie Transatlantik, in der all diese berühmten Personen des Rescue Committee erscheinen. Diese Serie ist natürlich spannend gemacht und die eigentliche Arbeit, die darin bestand, Papiere zu besorgen, Fluchtwege zu finden, Briefe zu schreiben, Anträge zu formulieren. All das tritt in den Hintergrund vor emotionalen Szenen, vor Liebesgeschichten. Ja, wie das halt für eine Netflix-Serie sein muss. Als ich nun das recherchiert habe, habe ich einen ganz spannenden Beitrag gefunden von der Nichte von Lisa Fitko, die 2007 eine Rede gehalten hat an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im April 2007 in Berlin. Und sie war eben eine enge Verwandte von Lisa Fitko. Lisa war ihre Tante, also sie war die Tochter vom Bruder von Lisa und hatte einen engen Kontakt zu Lisa Fitko. Und sie erzählt nun in der Rede, dass sie sehr oft mit ihrer Tante über die Ereignisse gesprochen hat, die Fluchthilfe von Lisa Fitko über die Pyrenäen betraf. Und das ist aus dieser Rede will ich doch einiges zitieren. Sie schildert eben anschaulich, wie alle Flüchtlinge sich in Marseille eigentlich einfanden. Das war nun der einzige Punkt noch, von wo aus jüdische und antifaschistische Opfer des Dritten Reiches fliehen konnten vor den deutschen Truppen, noch im Bereich des Vichy-Regimes, aber schon tangiert von der Gestapo, von der deutschen Gestapo. Mehr als 40.000 deutsche, österreichische und tschechische Exilanten hatten sich dort eingefunden. Und sie waren auch eben nicht mehr sicher in diesem Vichy-Regime, weil
Der Waffenstillstand zwischen Frankreich und Deutschland im Juni 1940 eine Klausel enthielt, dass alle Flüchtlinge, die die Nazis anforderten, ausgeliefert werden mussten. Und so holte sich die Gestapo, wen sie wollte, aus dieser angeblich noch freien französischen Region. Sehr bald stellte sich heraus, dass es fast unmöglich war, eine Schiffpassage von Marseille aus zu bekommen. Und so blieb eigentlich nur noch der Weg über die Pyrenäen. Und gerade da wurde Lisa Fitko wichtig. Man brauchte bestimmte Papiere, um nach Spanien zu kommen. Zum Beispiel eben ein Exit-Visa, Visum von Spanien aus, das musste man irgendwie erlangen. Und das war eben auch Sache mit des Rescue Community dabei zu helfen. Ganz wichtig wurde nun eben die Arbeit von Lisa und Hans Fitko, die politische Menschen waren. Und das ist sehr beeindruckend. Einmal jemanden aus dem Widerstand zu hören, der von Jugend an politisch organisiert war und dadurch ein Know-how hatte in der illegalen Arbeit, das spektakulär ist. Genau, also Lisa wurde eben 1940 zunächst im Lager in Gurs inhaftiert und Hans in Wernisch. Beiden gelingt sozusagen die Flucht aus diesen Lagern und sie treffen sich dann in Marseille oder einer kleinen Stadt in der Nähe Cassis wieder. Nun war es praktisch unmöglich, einen Mann unter 42 von Frankreich nach Spanien zu bringen, denn das waren Menschen die noch Militärdienst leisten konnten. Und das war sozusagen unmöglich, sie nach Spanien zu bringen, weil sie sofort wieder zurückgeschickt worden wären. Und nun teilte sich das Ehepaar sozusagen die Arbeit auf. Lisa half Frauen vor allem über die Pyrenäen hinüber. Sie und ihre Schwägerin Eva Eckstein, also die Frau ihres Bruders, und die Nichte Catherine, siedelte sich in Port-Vendres an der spanischen Grenze, und traten in Kontakt zu Vincent Azéma, dem Bürgermeister von Banyuls-sur-Mer. Das war ein ganz außergewöhnlicher Mann, der schon früher Antifaschisten geholfen hatte, von Spanien nun nach Frankreich zu kommen, unter dem faschistischen Regime Francos, und der Bürgermeister von Banyuls war. Azéma erklärte den Fitko, wie sie am einfachsten über die Pyrenäen kommen könnte, über Cerbère, und wie sie an den Garde Mobile, also den beweglichen Grenztruppen vorbei kommen könnte und ihre Flüchtlinge illegal nach Spanien führen könnte. Er zeichnete ihr einen Weg ein. Das war ein sehr schwieriger, sehr gefährlicher Weg, ein früherer Schmuggelweg. Und eigentlich sagte Lisa Fitko, das ist zu gefährlich für uns. Wir können das nicht machen. Wir kehren nach Marseille zurück. Wir müssen etwas anderes finden. Aber genau in der Nacht, bevor sie zurückkehren wollen, klopft es an ihre Tür und da steht der alte Benjamin vor ihr und bittet sie, ihn über die Pyrenäen zu bringen. Und das macht sie auch. Und so entsteht eben dieser Fluchtweg über die Pyrenäen. Und die berühmte Geschichte, wie sie ihn rüber transportiert, noch mit zwei anderen Menschen, wie er einen dicken Aktentasche trägt, wie er schnauft, wie schwierig es war, diesen unbeholfenen Mann über die Grenze zu bringen und wie sie es schafft. Und kaum ist er in Spanien angekommen, wird er Selbstmord begehen,
weil er zurückgeschickt werden soll und sagt, das schaffe ich körperlich nicht mehr. Genau. Und also, daraufhin wird beschlossen, dass Lisa Fitko die Flüchtlinge über die Pyrenäen rüberbringen soll. Und sie erklärt sich bereit, gemeinsam mit ihrem Mann die Flucht, die schon geplant war, für sie beide aufzuschieben. Nur für ein paar Wochen. Und aus diesen Wochen werden dann 7 Monate, in denen dieses Ehepaar wirklich in höchster Gefahr gelebt hat, bis es ihnen dann schließlich doch in letzter Minute gelungen ist, nach Kuba zu emigrieren, 1941. Und ich lese Ihnen vor, wie sie zum ersten Mal auf Varian Fry treffen, der ihnen zum ersten Mal begegnet und ihre Motive falsch versteht. Frey verstand etwas Deutsch, aber er hatte vielleicht Mühe, uns zu folgen. Vielleicht hatte er auch einen Mann, der noch in dem Raum anwesend war, falsch verstanden. »Combien?« sagte er. »How much?« »Was meint er?« fragte Hans Fitko. »Combien was?« »Combien voulez-vous?« »Wie viel wollt ihr?« Hans wandte sich an den anderen Mann. »Meint er, dass wir die Leute für Geld über die Grenze führen?« »Hört mal zu«, sagte Hermann, »er kennt euch doch nicht, er weiß kaum, wer ihr seid. Man kann nicht erwarten, dass er die Menschen vom deutschen Widerstand versteht. Er hat gehört, dass Gangster an der Grenze mit Menschenschmuggel ein blühendes Geschäft betreiben. Mit denen will er sich nicht einlassen, aber er fände es wahrscheinlich ganz in Ordnung, wenn ihr bezahlt werden wollt.« Hans betrachtete Fry. »Wissen Sie«, sagte er, »dass Mithilfe beim illegalen Grenzübertritt von Männern im dienstpflichtigen Alter jetzt mit dem Tode bestraft wird? Und sie bieten uns Geld an. Wir müssten ja wahnsinnig sein. Wissen Sie eigentlich, was ein Antifaschist ist? Verstehen Sie das Wort Überzeugung?« Fry begriff, dass er etwas Falsches gesagt hatte. »Ich dachte an die vielen Menschen, die hinübergebracht werden müssen, und sie könnten ihnen helfen. Das mit dem Geld, das war wohl ein Missverständnis.« Ja? Das ist sehr eindrücklich, wie diese beiden, Hans und Lisa Fitko, eben diese Arbeit, die lebensgefährlich war, gemacht haben aus politischer Überzeugung, um so viel wie möglich Opfer des Dritten Reichs und Antifaschisten über die Grenze in die Freiheit zu bringen. Ja. Und Lisa hat dann erklärt, es war eigentlich weniger eine individuelle Entscheidung, es war wirklich ein Teil der Resistenz. Wir waren Teil einer Gruppe von Leuten, die den Kampf aufgenommen hatten gegen den Narzissmus in Deutschland. Und wir wollten überleben und den Kampf weiterführen. Das war die Aufgabe, die wir uns vorgenommen hatten in der Bewegung, und das taten wir. Das hat auch nichts zu tun gehabt mit sogenannten guten Taten, sondern es war, wie gesagt, eben politische Arbeit. Not a charitable enterprise, wie die Nichte sagt. Sie haben es nicht getan für Ruhm, nicht für Geld, nicht aus Barmherzigkeit, sondern es war politische Arbeit, und Hans und Lisa waren Professionelle. Das ist sehr beeindruckend, wie das die Nichte schildert. Und nun schildert sie eben weiter in der Rede, was man auch dem Roman, dieser Autobiografie entnehmen kann, wie sie den Weg über die Pyrenäen nehmen. Sie gehen immer ganz früh los, wenn die Bauern in die Weingärten gehen, haben Sabots an, also Espadrilles, und keine guten Wanderschuhe, sie haben kein Gepäck dabei und führen nun die nur immer ein paar, meistens maximal 3 bis 4 Leute über die Grenze. Später tat es dann auch Hans Fitko, und er hat dann immer von den Bergen
mit heruntergebracht Holz und so getan, als würde er Holz sammeln in den Bergen. Das hat die Dorfbevölkerung hingenommen. Sie haben beide Augen zugedrückt. Man hat auch die mobilen Grenzwächter haben weggeschaut. Und sie haben viele Freunde in dem Dorf gefunden, wo sie gelebt haben. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Hans mal bei einem Brand geholfen hat, den Brand zu löschen. Und das hat ihm die Solidarität der Dorfbewohner eingebracht, die sowieso an die Deutschen natürlich als Franzosen eingestellt waren. Man hat dann die Flüchtlinge rübergebracht und hat ihnen die Hälfte eines zerrissenen Stückes Papier mitgegeben, die sie dann dem Fluchthelfer, wenn es eben nicht selber Hans und Lisa gewesen ist, sie haben auch andere Fluchthelfer beauftragt, dieses Papier wurde dann dem Fluchthelfer in die Hand gegeben und das musste er dann Hans und Lisa wieder vorweisen. Und dann konnten Hans und Lisa sehen, dass der Fluchthelfer tatsächlich eben die Flüchtlinge rübergebracht hat nach Spanien. Ungefähr vermutet man, dass ungefähr 300 Menschen über die Grenze von September 1940 bis März 1941 von diesen beiden Menschen gebracht wurden. Dann haben sie auch sehr schnell die Namen vergessen der Menschen, die sie rübergebracht haben, aus Vorsicht. Sie wussten, dass sie gefangen genommen werden können von der Gestapo und je weniger man weiß, je weniger man Namen auch preisgeben kann, desto besser war es, vorsichtshalber. Lisa hat ihrer Nichte geschildert, wie beeindruckt sie gewesen ist, dass der amerikanische Journalist Varian Fry auch illegale Methoden angewandt hat, um Flüchtlinge rüberzubringen. Das war offiziell verboten und offiziell wurde das auch immer geleugnet, aber er hat es gemacht. Ja? Und Lisa schildert ihrer Nichte, dass sie ihn anfänglich für sehr naiv gehalten hat, aber dass seine Naivität langsam verschwand, aber halt nicht zwar im Vergleich zu ihrem politischen Bewusstsein. Ich zitiere, er war kein deutscher Antifaschist und er wurde nie einer. Aber man kann das auch nicht von ihm erwarten. Er verstand uns beide, Hans und mich sozusagen, nie wirklich. Aber er verstand die Situation und er verstand damit umzugehen und zwar sehr schnell. Und so sagt Lisa, deswegen meine sie, dass Fry wirklich eine sehr wertvolle Arbeit geleistet habe. Ja, gut. Wie gesagt, sie haben berühmte Leute über die Grenze gebracht und das ist nun erschreckend zu hören, wie was die Flucht von berühmten Leuten auch für die ERC, also die Emergency Rescue Committee, bedeutet haben. Ich zitiere, diese prominenten Leute waren von unglaublichem Wert für das ERC. Da das Komitee immer um seine Existenz kämpfen musste und ständig Finanzen brauchte, um Operationen zu finanzieren, war das Einfachste, wenn man Geld bekam für bekannte Flüchtlinge. So hat Harold Oram, einer der Hauptfundraiser, also Hauptgeldfinder für das Komitee, an Fry im März 1941 Folgendes geschrieben. Wenn Albert Einstein nach Amerika heute gebracht werden konnte, könnten wir $1 Million innerhalb einer kurzen Zeit
auf die Beine bringen, indem wir ihn durch das ganze Land sozusagen schicken und ausstellen. Pablo Casals ist wahrscheinlich 100.000 Dollar wert, Picasso 50.000. Das Trio Werfel, Mann und Feuchtwanger brachte 35.000. Seit sie in Amerika angekommen sind, haben wir keine weitere Öffentlichkeitsarbeit mehr machen können. Und also sozusagen kein Geld mehr aufbringen können. See if you can dig up something big. Also schau doch mal, ob du jemanden Großen an der Angel haben kannst, den wir rüberbringen können, und dann können wir wieder neue Gelder locker machen. Das ist schon furchtbar, und es muss auch furchtbar gewesen sein. Ich habe einmal einen Bericht einer Jüdin gesehen im Fernsehen, die schildert, wie sie an den langen Reihen von Flüchtlingen vorbei geschleust wurden und fliehen konnten, während die anderen eben ja verreckt sind. Wichtig ist, dass die FIDCOs politische Menschen waren. Sie waren im politischen Widerstand. Sie waren engagiert in der Arbeiterklassebewegung, in der kommunistischen, sozialistischen Bewegung. Und sie taten ihre ganze Arbeit, um in einem Nachkriegsdeutschland, von dem sie wussten, dass es kommen würde und dass es den Untergang des Dritten Reiches bringen würde, um dort eine Gesellschaft hervorzubringen, die antifaschistisch war. Und deswegen engagierten sie sich. Ja? Und ein weiterer Fluchthelfer, Albert Hirschmann, hat einmal diese Sicht der politischen Verhältnisse folgendermaßen formuliert. Ich selbst wollte also eben nicht flüchten. Ich war nicht daran interessiert, ins Exil zu gehen. Ich wollte gewinnen. Ich wollte gegen diesen Faschismus gewinnen, gegen dieses mörderische Regime. Und dafür riskierten sie ihr Leben. Und das ist nun wirklich außergewöhnlich. Sie sind dann gegangen nach Kuba und dann nach Amerika, und sie haben Deutschland nicht bereit gefunden, wirklich für eine antifaschistische Geschichte, Gesellschaft. Und es ist ja nun Tatsache, dass nach dem Zweiten Weltkrieg viele Faschisten immer noch ihren Platz in der Deutschland gefunden haben, eben auch gerade in der Bundesrepublik. Was ich nun so eindrücklich fand oder finde an dieser Autobiografie, ist, wie eine politisch bewusste Frau Widerstand leistet, wie sie von Jugend auf im Untergrund geschult wird, wie sie sich kollektiv verortet und eben ein linkes Bewusstsein hat, einen Rückhalt in einer politischen Gruppierung mit einer internationalen Solidarität, die ihr Halt gibt. Ich habe in Stuttgart studiert bei Professor Eberhard Jeckel, der ja Spezialist gewesen ist für das Dritte Reich. Und Eberhard Jeckel hat immer gesagt, Menschen im KZ haben leichter überlebt, wenn sie in einem Kollektiv verortet waren. Also eben zum Beispiel in einem linken kommunistischen Kollektiv oder auch in einer christlichen Gruppierung, eben auch bei den Zeugen Jehovas. Aber Einzelkämpfer waren in der Regel verloren. Und wir haben die beiden letzten Male zwei Einzelkämpferinnen kennengelernt, Luce Deramo, Cordelia Edwardson. Und deren Berichte sind eben vollkommen anderer Natur. Und ich möchte Ihnen ein paar Stellen aus Lisa Fitko vorlesen, wo dies so deutlich wird. Sie ist immer eine Klassenkämpferin. Sie weiß sich als Teil einer großen Bewegung
Und es geht um mehr als ihr persönliches Schicksal. Und nun schildert sie zum Beispiel, wie sie in Gurs hungern. Und das lese ich Ihnen vor. Ich sagte, ich mag nichts. Isst du meine Portion, sagt Lisa Fitko zu einer Freundin Annie, die auf dem Strohsack neben ihr liegt. Quatsch, sagte Annie, mach keine Geschichten. Das Wichtigste ist, dass wir hier alle durchkommen. Dabei wusste ich, dass Annie nie genug bekommen konnte. Doch die Solidarität war stärker als der Hunger. Brechts Worte gingen mir durch den Kopf. Und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen vorwärts und nie vergessen die Solidarität. Das ist so typisch für diese Menschen, dieses Klassenbewusste, internationale Solidarität, mit der man dann eben auch so etwas wie Hunger und Elend erträgt. Beeindruckend finde ich dann auch immer wieder, was man für schlaue Methoden wählt, um durchzukommen. In diesem Buch wird geschildert, wie schlau die beiden sind, wie mutig, wie unglaublich mutig sie auftreten und auch wie viel Glück sie haben, denn manchmal ist es einfach Glück gewesen, dass sie überleben konnten. Aber eins hat mich doch auch sehr, ein kleines Beispiel, wie man schlau sein kann. In der damaligen Zeit, wo es noch keine Internet und keine Computer gab. Hans Fitko brauchte einen Passierschein. Zu Hause auf unserem Strohsack zeigten wir den anderen das historische Dokument. Auf diesem Dokument stand, dass Hans Fitko zu Fuß von Südfrankreich nach Marseille wandern sollte. Was jetzt? Ausradieren konnte man die Zeile nicht. Ausgeschlossen. Zeig doch mal her, sagte Paulette, eine Mitkämpferin, und griff nach dem Papier. Ach Gott, sagte sie, während die Blechtasse mit Rotwein, die sie in der anderen Hand hielt, leicht umkippte auf den Schein, genau auf die Stelle von Voix de terre, also von dem »Er muss zu Fuß laufen«. Sie betrachtete ihr Werk und reichte es Hans zurück. Die Zeile war unlesbar. »So, jetzt hast du einen Schein mit einem Weinfleck, das passiert oft. Aber zu Fuß brauchst du nicht mehr zu gehen.« Ja? Solche Methoden zum Beispiel. Wie gesagt, auch Hans Fitko brachte Menschen von Frankreich nach Spanien hinüber. Und einmal bringt er zwei deutsche Sekretärinnen vom SPD-Vorstand nach Spanien. Und eine dieser beiden Sekretärinnen, Fräulein Lehmann, wird hysterisch auf dem Weg. Und was er dann gemacht hat. An der Stelle, wo unser... Und jetzt kommt Hans Fitko nach Hause und schildert seiner Frau, was er gemacht habe. An der Stelle, wo unser Weg nahe an den Patrouillenweg über uns herankommt, hat Hans wie immer gesagt, jetzt müssen wir ruhig sein, damit eben diese französische Patrouille uns nicht hört. Und da fängt Fräulein Lehmann auf einmal an zu schluchzen, wirft sich auf die Erde und schreit. Wir haben versucht, sie zu beruhigen, hat Hans mir dann später erzählt, aber sie hörte nicht auf zu weinen. Ich gehe nicht weiter, ich will hier sterben. Ich sage zu der anderen, machen Sie ihr doch den Büstenhalter auf und den Gürtel und was sie da sonst noch hat, damit sie Luft kriegt, das ist sicher Höhenkoller. Aber es hat auch nichts genützt. Ich rede ihr gut zu, sie schreit immer mehr. Stell dir vor, wenn die Zöllner da oben sie hören und dann finden sie einen Mann mit zwei Jungfern mitten in den Bergen und die eine hat die Bluse offen und weint und schmeißt sich herum. Seien Sie doch bitte ruhig, stehen Sie doch bitte auf, sage ich zu ihr.
Ich gehe nicht weiter, ich sterbe hier, heult sie. Ich habe angefangen zu schwitzen. Dann denke ich, sie ist doch schließlich eine gute Deutsche, das Fräulein Lehmann von der SPD. Und so ziehe ich sie am Kragen hoch, schüttle sie und brülle wie ein Feldwebel. Hier wird nicht gestorben. Los, Marsch! Lisa musste lachen. Na und dann? Dann ist sie eben nicht gestorben und hat aufgehört zu heulen. Und dann sind wir einfach weitergegangen. Befehl ist Befehl. Das ist noch eine relativ witzige Stelle aus diesen autobiografischen Erinnerungen, die wirklich lesenswert sind. Mein Weg über die Pyrenäen, Erinnerungen 1940-41 von Lisa Fitko. Lesen Sie es. Es ist viel besser als die Netflix-Serie.